Okay, ausgedehnte Brücke. Wo müssen wir denn lang? Also Ziel ist, da hinzukommen. Ich weiß nicht, was das ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, muss ich wahrscheinlich hier... Nee, Quatsch, ich muss hier in die Richtung und komme dann irgendwie runter. Also in die Richtung... Nee, hier komme ich nicht runter. Ja, hier komme ich schon runter, aber nicht so. Das wird hart. Das wird sehr hart. Das ist da drüben in dem Loch. Wie kam ich denn in das Loch? Ich glaube von hier hinten, ne? Ich will es nicht beschwören, aber ich glaube von hier hinten. Ach, die sind auch wieder hier. Genau, und dann komme ich darüber in das Loch. Juhu! Tja, wie schafft er das? So. Und hier sind wir noch nicht durchgelaufen. Warum nicht? Siehst du? Das war's wert. Ah. Der ganze Weg. Umsonst. Nur um zu sterben. Ja. Kein Schatz ist es wert, dafür zu sterben. Sie aber dünn machen. So, jetzt sind wir wo? Jetzt sind wir hier. Und von hier müssen wir leider Gottes irgendwie raus. Siehst du, geht gar nicht kaputt. Jetzt. Ach doch, jetzt geht's kaputt. Ist doch die Physik-Engine an. Dazu müssten wir einfach nur... Tot. Machen wir mal anders. Ich glaube, es ist empfehlenswert, wenn wir hier erstmal hingehen. Weil wir müssen da runterrutschen. Was? Was so. Das macht uns froh. Der Krater war ja auch spindeldünn. Ja, also. So, haben wir hier noch irgendwas Verstecktes? Nee. Wir müssen dann langsam mal zu unserem Schiff zurück. Der Kratos war ja ein schlanker... Oh Gott. Wir kommen ja wieder da drüben an.
Bis dann. Ich weiß nicht. Muss ich wohl doch einblenden, wer es war, oder? Okay. So. Dann lass uns mal nach Hause. Oder gehen wir von hier rein? Ja, wir gehen von hier rein. Tschüss. Das ist klar, ich kann ja auch selber drücken hier. Also so ist es ja nicht. Gut, also werden wir das mal die Tage ausbauen. Nicht gleich sofort morgen, aber... Ich gehe ins Archiv. So, jetzt sind wir hier drin. Da unten ist noch eine... Ach, da unten ist auch eine Tür. Okay. Dann gehen wir erstmal runter. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber warum können wir hier nicht rausfahren mit dem Ding? Hier können wir, so. Mal gucken, ob man den Sound, wie gesagt, mit einem GIF kombinieren kann. Dann muss ich bloß halt aus Videoschnipseln ein animiertes GIF machen und den Sound dazu abspielen. Oh. War ich da nicht schon drin? Achso, das ist der Tisch. Ja, na klar. Achso, warte mal, wir haben einen neuen Griff. Will ich mal gucken. Probieren wir einige andere Komponenten aus. Das können wir nehmen. Ach, das ist vom Blaster, glaube ich, der Griff, ne? Ja, brauchen wir nicht. Kein alltäglicher Blaster. Ne, ist kein alltäglicher Blaster. Seid gegrüßt, Jedi-Ritter. Mein Name ist Schwester Task. Ich bin Kerl. Die Nachricht der Ankunft hat sich rasch verbreitet, okay. Edler. Meisterin Janda schätzt euch sehr. Sie und ich haben gemeinsam viel durchgemacht. Jeddah ist voll mit verschollenen Artefakten eures Ordens, zusammen mit anderen Traditionen. Solltet ihr auf Schriftrollen oder andere interessante Objekte stoßen, würde ich gerne einige von mir ausgegrabene Schätze dafür eintauschen. Ich sag euch Bescheid, wenn ich etwas finde. Wir stehen in eurer Schuld, o Edler. Ein Blick kann ja nicht schaden, oder? Okay, alles Lichtschwerter und verbrauchlich. Setzt eure Suche nach Wissen fort. Ja. So. So, ich rede mit denen nicht. Ich will erstmal das grüne Ding hier angucken. Da oben ist es. Oh. Hallo? Achso. Ja, na klar.
Von oben kommen wir nicht rein. Ein Johann Ulrich Logemann weiß, wie die Dinge laufen. Ja, den hätte ich gerne jetzt hier. Scheiße. Ob das so eine gute Idee war, das einzubauen? Ja, wir haben Spaß, ne? So, hier, ich mach mal. Sia. Wir konnten Amias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Mein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Es war aber nicht gut genug. Hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrottsammler. Schön, dass du noch ganz bist. Ich habe immer noch ein mulmiges Gefühl bei dem. Habt ihr nun einen Weg durch den Abyss? Nein. Doch du vielleicht, Kerl. Bode und ich sind im Archiv auf einige interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Fund. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Centauri Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzubrechen. Wer ist dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt? Dagan. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tanalar zu bringen. Die Republik gründete dort eine Ansiedlung, die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass. Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tanalar auf. Und der Rat der Jedi befahl Cree, die Kompasse zu zerstören. Dagan Gera weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Dagan zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagan brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Centauri hat gesagt, dass Dagan der Schlüssel nach Tanalar... Ist da kaputt. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen drei davon verschwunden. Da draußen könnte es also noch einen geben. Ja. Dagan hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber ich kenne diesen Blick. Welchen Blick? Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jeddah mit Seer. Ich gebe dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Okay, hier ist die große Archiv. Wir kriegen jetzt einen Stick mit dem Wert des großen Archivs. Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Ja, und? Überlebende. Ja. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Aber? Ja. Dank dir weiß ich, ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht, wenn wir einen Weg finden. Ich begleite dich. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht. Das ist doch kein Hund. Wie gesagt, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal geäußert und ich bin nicht gespoilert. Die Art und Weise, er hat eine Tochter, verdient Geld, damit sie bla bla. Ich glaube,
er tut das nicht aus freien Stücken, was er gerade tut. Und das Ding ist das, was mich so irritiert hier auf seinem Rücken. Das ist eine kluge Operation, die sich Seer ausgedacht hat. Warum sagst du das? So viel Fels, eine natürliche Abschirmung gegen Sensoren. Und sollte jemand daran vorbeikommen, haben die Anachoreten jede Menge Holobücher als Wurfgeschosse. Jetzt weißt du, wie Seer dem Imperium so lange entkommen konnte. Sie sorgt selbst für ihr Glück. Sie hält einen großen Teil ihrer Macht zurück, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ja, in ihr schlummert definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das habt ihr gemeinsam. Er hegt gute Absichten, bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten hätte man das gemerkt. Ja, mit Tina Turner haben wir schon vorhin festgestellt. Meine bessere Hälfte hat mir das auch schon gesagt. Aber irgendwann... gehen alle. Leider. Eine Powerfrau, die sich halt von vielen Sachen zurecht lautstark und halt auch dann getrennt hat. Ne? Mich würde interessieren, was du von Dagon Garras Geschichte hältst. Dagon dachte, sein Lebenswerk wäre bedroht. Diese Besessenheit führte ihn vom Weg ab. Klingt allzu vertraut. Wie meint ihr das? Du erinnerst dich vielleicht, dass ich eine Vision vom Untergang des Ordens hatte. Aber der Rat... Nun sagen wir, meine Warnung stieß auf taube Ohren. In meiner Arroganz fühlte ich mich verraten. Aber ihr hattet recht. Darum geht es nicht. Ich ließ zu, dass mein verletzter Stolz mein Urteilsvermögen vernebelte. Als die Auslöschung Wang, begann, Sie sind ein suchte Meister. Ich immer noch nach Beweisen, dass meine Vision korrekt war. Anstatt vor Ort Seer und ihren Padawan zu unterstützen. Okay, ich glaube, ich muss das Ding dann noch einen separaten, eine separate Quelle geben. Gut. So, ach, warte mal. Hallo, Schwester der Nacht. Ich kann nicht glauben, dass Meister Cordova wirklich hier ist. Nach all der Zeit, in der ich in seine Fußstapfen getreten bin. Es war schön, ihn kennenzulernen. Ich kannte noch nie einen Jedi mit so viel Humor. Du kennst nur Seer und mich. Das stimmt. Huch. Mal gucken, wie sie innen aussieht. Aha, Feuchte Augbälle. Aber echt so, ja, mit Zähnen drin, ja? Hallo? Guck. Was bist du denn da? So. Je länger wir warten, desto dreister werden diese Raiders. Du bist erschüttert wegen Amias. Ihr nicht? Natürlich. Aber weder ist dies das erste verlorene Leben in unserem Kampf, noch wird es das letzte sein. Ich weiß, aber wir waren so knapp dran, Seer. Bruder Amias diente ergeben der Sache. Und dieser Dienst lebt weiter in unserer Entschlossenheit, weiterzumachen. Was geschieht jetzt mit dem Unterschlupf? Es wird lange dauern, bis wir es riskieren können, jemanden zur Bergung der Überreste zu entsenden. Der Mut welkt angesichts anderer Leute Macht. Ach so. Besagt das erste Traktat nicht, dass die Lebenskraft blüht? Scharfsinnig. Sie sind absolut inkompatibel. Wir suchen eine universelle Wahrheit. Wenn auf einer Tafel Mühe und auf der anderen Welten steht, ist nichts davon universell. Per Definition. Wir fragen uns also gemeinsam. Schrottplatz. Ah.
Ich habe letzte Nacht mehr Patrouillen gehört. Mhm. Oh. Guck mal, DVDs sind da. Stampede. Ich konnte nicht schlafen. Verstehe. Du hast vermutlich geschlummert wie ein Ackjunges. Für die Imperialen sind wir Dünenratten in unseren Gängen. Sie können nicht jagen, was sie nicht sehen. Und sind blind für das subtile Leben der Wüste. Mhm. Ich hoffe, du hast recht. Grüble nicht über das Imperium nach. Konzentriere dich auf die Aufgaben, die vor dir liegen. Ach, guck an. Boah, hier ist ja... ist ja super. Was man hier so alles findet. Da geht's nicht weiter. Aber da drüben. Ui. Hey, kein schlechter Fund. Kein schlechter Fund. Der Fund ist noch besser. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Kann ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Wahrscheinlich nicht. Was ist das? Die muss schon Jahrhunderte hier liegen. Ja, und ich bin einfach vorbeigelaufen. Schreckt mich immer wieder hier. Ich denke, der Typ ist echt. Ist aber nicht. Da oben ist doch eine Barriere, die wir noch nicht durchdringen können. Versperrter Weg. Würde mich mal interessieren. Guck mal, vor allem hier hinten. Achso, da kommt... Nee, hä? Hier ist auch noch ein Bereich, den wir noch nicht gemacht haben. What? Hier auch? Oh. Offener Weg. Oh. Ich glaube, ich muss wohin. Shit. So war das nicht geplant. Ja, ist okay. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja. Ist ja mehr wert, oder nicht? So, vom Story her. So, pass auf. Schnellreise. Hat er meine Markierung gesetzt? Das ist aber nicht die gewesen hier, ne? Ne. Meine Markierung, die ich gesetzt habe, war... Die. Hä? Schon korrekt. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen.